Uns, dass wir jetzt eine der vielseitigsten Künstlerinnen, die es überhaupt gibt, bei uns begrüßen dürfen. Ihre große Liebe gilt dem Jazz. Bei ihren Konzerten hat sie aber auch Songs von Rio Reiser oder Udo Lindenberg im Programm. Auf der Musicalbühne, und daran merkt man, wie vielfältig sie ist, fühlt sie sich auch sehr, sehr zu Hause und begeistert die Zuschauer unter anderem als Norma Desmond in Andrew Lloyd Webbers Sunset Boulevard. Im Kultschlager-Fernsehgarten dürfen wir uns heute auf drei große Schlagererfolge freuen. Das bedeutet drei Hits aus drei Jahrzehnten. So schön kann doch kein Mann sein aus den 70ern. Den Mega-Hit Ich will ein Cowboy als Mann aus dem Jahr 1963. Aber los geht es, das ist mein persönlicher Lieblingstitel aus den 80ern, Lampenfieber. Na? Ja. Sie ist wirklich da und wir feiern sie. Herzlich willkommen, Gitte Henning. Auf der Poolbühne. 6.10 Uhr, in kaum zwei Stunden treffe ich ihn. Und kein Glanz im Haar und nichts anzuziehen. Gitte Henning ist Anfang 70, hat blonde, kinnlange Haare, der obere Teil mit einem Zopfband zusammengebunden. Aus dem Zopf fallen einzelne Strähnen in ihr Gesicht. Dazu trägt sie einen schwarzen, langoffenen Mantel, eine weiße Bluse mit passender Hose und passenden Sneakerschuhen. Sie tänzelt leichtfüßig über die Poolbühne. Von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn, da rief ich noch. Diese hat sie aber bereits nun verlassen und ist beim Poolsteg angekommen. Ich will ein Cowboy als Mann. Ich will ein Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen. Gitte Henning tänzelt über den Poolsteg auf und ab. Ihr Mantel bewegt sich dazu immer wieder im Wind. Auch in der ganzen, im ganzen ZDF-Fernsehgartengelände sind die Zuschauer aufgestanden und feiern mit ihr.